Was war die erste Platte, die du dir selber gekauft hast? Die erste Platte. Das war von Pink Floyd. Aha. Das Lustige, wir befinden uns in London und das ist genau die mit dem London, mit diesem Kraftwerkscover hier, Animals. Oh, if I told you that, I'd be telling my age, so I'm not going to tell you. Meine erste Platte, die ich mir selber gekauft habe, war in Ungarn, Run DMC, Tougher Than Leather. A French band called Au Bonheur des Dames. And the song was called Ole Vier. Pass mal auf, ich bin natürlich ein Kind der 80er. Wobei, ganz so, es hätte schlimmer können können. Ich glaube, es war Mr. Mister. Probably Deep Purple in Rock. Funnily enough, I was a big rocker back in the day. One of them was Denis by Blondie. The other one was Mr. Blue Sky by Electric Light Orchestra. And the other one was One Step Beyond by Madness. That is Giles Peterson's musical heritage. Fantastic. Do mal weiter ganz kurz. Giles, we have a picture of you here. Cool. Giles Peterson with us. Love it.